herzlich willkommen bei Binibox. Ich habe mit Osterbasteleien angefangen. Und zwar habe ich euch ja schon im letzten Video in meinem Action Haul diese Puzzleteile gezeigt, die ich so toll fand. Und zwar, ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich diese Idee habe von die Seite, die der YouTube-Kanal heißt Rebeccas Bastel Chaos Queen. Und ja, ich habe dieses Kinderpuzzle gefunden, zwar nicht im Action, das war in einem anderen Billigladen, und habe daraus dieses Puzzleteil gemacht. So. Ja. Und zwar möchte ich das mit euch heute nachbasteln. Ich habe mir aber überlegt, dass ich ja jetzt, ich habe ja schon ein Puzzleteil, ich möchte das selber als Karte basteln, und ihr könnt das ja, wie ihr wollt, auch als Puzzle. Das Einzige, was ich anders gemacht habe, ich habe das Puzzleteil mit Acrylfarben angemalt, und zwar zeige ich euch die. Und zwar habe ich einfach die Acrylfarben aus dem Aldi genommen, und zwar habe ich das Puzzleteil weiß angemalt und ein bisschen schattiert mit dieser pinken Farbe. Und ja, was man hier blau sieht, ist dieser Schimmer, weil das ließ sich nicht ganz deckend malen. Das ist dieser Schimmer von dem Puzzleteil. Aber ich finde, das wirkt ganz gut. Und hier auf der Rückseite war es dann das Puzzleteil ja weiß. Und deswegen habe ich hier nicht diesen blauen Schimmer. Hier habe ich ein bisschen mit Blau verblendet, aber hier auf dieser Seite ist es dann so geworden. Ich habe diese Acrylfarben aufgetragen, und dann habe ich diese, habe ich ein Buch zerschnitten, zerrissen, ein altes Buch, und diese Teile habe ich mit diesen Mod Podge, oder wie das ausgesprochen wird, aufgeklebt und ein Lackschicht draufgezogen. So. Und dann fangen wir mal an zu basteln. So, wir brauchen dazu, ich habe eine Karte vorbereitet. Diese Papierschnipsel aus, ja, kann man Zeitung nehmen, oder ich habe halt ein altes Buch, was ich immer zum Basteln verwende. Ich habe solche Holzstreuteile, ein Band, das ist aus Aldi. Ja, so ein Dekoband noch, diese Perlensticker, die habe ich aus dem Action. Und ich habe mir schon Stanzteile vorbereitet, so zwei Rahmen, da kann man nehmen, was man möchte, sich auch selbst einen Rahmen ausschneiden. Diese Ostereier, die habe ich jetzt auch ausgestanzt. Es ist auch wirklich die selber auszuschneiden. Ein Osterhäschen habe ich, ein paar Blumenstanzteile, ein Schmetterling, kleine Häschen und ein bisschen Grün. Und ja, da fangen wir jetzt mal an. Ich nehme das Blatt und mein Mod Podge. Und jetzt trage ich diese Teile auf. Thank you.
bei dem Puzzleteil habe ich es jetzt noch so gemacht, dass ich ja unten drunter die Acrylfarben hatte und habe das komplett mit diesem Kleber eingepinselt, damit das eine Art Lackschicht gibt. Bei der Karte mache ich das nicht so. So. Meine Feuchttücher. Das lasse ich kurz antrocknen. So, und dann habt ihr auch schon in meinen vergangenen Videos diese Rub-Ons gesehen. Damit verblende ich halt total gerne. Ich nehme die auch jetzt hier. Ihr könnt auch dieses Distressed Ink verblenden, mit den Stempeln. Ich mache das jetzt hier mal so. Und verblende die Puzzleteile. So, den Rand von der ganzen Karte mache ich etwas schwarz. Das habe ich bei dem Puzzleteil auch genauso gemacht. Auch den Rand etwas schwarz verblendet. Und die Teile. Es ist halt jetzt nur der Unterschied, dass ich jetzt noch mal eine Karte mache. Und ja, so. Dann, jetzt habe ich meinen Stempel vergessen. Und zwar bewahre ich die gerne in dieser Tupperdose auf, weil ja, ich denke, dann trocknen die nicht so schnell aus. Ich habe hier so ein ganz günstiges Stempelkissen vom Action und besprühe mir das hier immer mit diesem von Distressed, diesem Spray. Sieht man das? Und dann nutze ich das zum Verblenden. Jetzt überlege ich mir, wo ich diese Teile hinsetze. Ich denke, so passt das ganz gut. Die verblende ich jetzt mit diesem Distress Spray Stain oder ja, womit ihr das auch möchtet. Jetzt das Ganze aufkleben. Also ich nehme auch dafür diesen Mod Podge. Ihr könnt auch ganz normalen Kleber dazu verwenden. Ups. Nicht. Thank you.
Licht, so wie es soll. So, als nächstes kleben wir die Ostereier auf. So. Und zwar habe ich die auch wieder hier mit verblendet. So, und jetzt brauche ich, den habe ich hier, diesen etwas dickeren doppelseitigen Kleber. Nun kommen die Blümchen dran. Die habe ich mir auch ja schon vorgestanzt. Die verblende ich jetzt auch. Jetzt habe ich, da gibt es extra Teile für, um diese Blumen in 3D-Form zu bringen. Ich habe die aus dem Teddy, das sind für Fondant zum Modellieren, Former. Und ich habe jetzt keine Schaummatte, ich nehme dafür dieses Mauspad und dann forme ich mir auf diesem Mauspad die Blumen. So. Genau. Jetzt klebe ich diese Blumen zusammen.
wir sehen noch mit einer Perle. So. Die kleben zwar auch, aber ich mache immer gerne noch einmal ein bisschen Kleber drauf, damit es auch wirklich hält. So. Jetzt verblende die erst. Verblende ich die Grünteile auch noch ein bisschen. Die forme ich euch auch noch mal. So. So. Ist die Karte etwas kleiner als das Puzzleteil? Aufkleben. Das geht gar nicht. Sehr schön. Ja. Komm. Das bleibt jetzt drauf. Ich mache das Ganze authentisch. Mein Mann kam gerade rein, hat sich sehr lustig reingeschlichen. Die Häschen. Und jetzt haben wir noch den Schmetterling. Den verblende ich noch.
kommt. Den formen wir uns noch etwas zurecht. Ich klebe den hier hin. Dreckig geworden mit Kleber. Ich denke, dann ja, so. Ich würde hier jetzt auch vielleicht ein bisschen Blau reinbringen noch. So. Und jetzt kommt noch unser Häschen. Los. Dann werde ich das Häschen am Ohr aufhängen. Dazu machen wir ein Loch rein ins Ohr. So. Und das Band. Hier machen wir die Karte ein Loch. So. Und nehmen die Karte. Haben wir noch ein Häschen übrig. Da setzen wir das noch hin. Hier. Da setzen wir das drauf. So. Das letzte Häschen kommt auf das große Häschen. So. Da setzen wir das drauf. Und fertig ist die Karte. Jetzt kommen wir das Puzzleteil nochmal zum Vergleich. Das ist ähnlich. Man kann jetzt hier noch mal vielleicht auch ein bisschen mehr Grün hinmachen. Ja. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.